Oh, was machen denn Haie hier? Die wollen mich noch auffressen. Oh nein, mein Boot ist gekentert, weil dieser Hai mein Boot angegriffen hat. Und ich bin mitten im Meer und finde hier gar nicht mehr nach Hause. Aber erstmal, hey Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du uns einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben. Da würde mich super, super tolle Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wie ihr seht, bin ich hier mitten im Meer, weit und breit ist nichts. Und das ist heute die Challenge, 100 Tage im Ozean oder Meer zu überleben. Wir werden mal gespannt sehen, ob wir es schaffen. Und wenn du gerne mehr solch coolen Challenges sehen möchtest, weißt du, was zu tun ist? Ein Daumen nach oben da. Ich würde sagen, 2000 Daumen hoch da. Let's go. Und wir spielen mal wieder eine Challenge. Ich wette mit dir, du schaffst es nicht, nur mit deinem rechten Daumen, also nur mit dem rechten Daumen, einen Kommentar zu schreiben und einen Daumen nach oben zu drücken. Na, ich bin mal sehr gespannt. Wer schafft, kriegt ein Herz von mir. Und, oh Mann, wie ihr seht, bin ich hier mitten gestrandet. Und wir werden uns versuchen, 100 Tage zu überleben. Aber hier war gerade noch ein Hai. Ich glaube, der ist weg. Oh, das ist ein Unterwasser-Zombie. Ich habe hier gesehen, hier ist noch auf jeden Fall mein Zeug. Warte mal. Hier, warte mal. Oh nein, lass mich in Ruhe. Du Zombie. Oh, Freunde, es wird echt schwer, hier 100 Tage lang zu überleben. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, was in der Truhe ist. Aber jetzt haust du erstmal ab, du blöder Zombie. Lass uns in Ruhe. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Ich schwimme schnell wieder nach Hause, bevor hier noch irgendwie wieder der Hai kommt oder so. Und da ist also die Truhe. Wir gucken da auf jeden Fall mal rein. Oh mein Gott, nice. Let's go. Wir nehmen uns erstmal schnell alles einfach raus. Und oh, der Zombie kommt. So, ey, damit können wir uns erstmal hier so ein bisschen größer bauen. So, und wo ist der Zombie? Da unten ist der. Solange der da unten ist, ist es ja erstmal gut. Aber ich würde sagen, komm, wir bauen jetzt noch schnell das Holz. Denn wir brauchen unbedingt eine unendliche Lavaquelle, wo wir gleich, zack, uns schön Cobblestone farmen können. Aber so einfach, Freunde, wird das auf jeden Fall nicht sein. Ach, wir sollten uns beeilen. Vielleicht könnten wir hier unten... Och, nein, da ist wieder der Zombie. Ich sollte mir schnell... Ah, da ist eine Werkbank. Aber ich hab... Na toll, ey, hau doch mal ab, du blöder Zombie. Ich hab echt keine Chance, ihn zu besiegen. Dafür haben wir hier noch ein Raft gefunden. Damit können wir hier ein bisschen rumfahren. Aber es bringt uns nicht viel, denn wir haben absolut jetzt bis jetzt noch keine großartigen Materialien, um hier großartig weiterzukommen. Wir können... Ah, ne, eine Werkbank war unten. Wir könnten uns aber auf jeden Fall, wenn der Zombie weg ist, so... Auf jeden Fall schnell eine Hacke bauen, denn dann können wir uns schon mal was anpflanzen. Wir haben nämlich Weizen gefunden und damit können wir uns schon die erste Essensquelle bauen. So, ich würde sagen, das sollte jetzt erstmal zum Anfang ganz gut sein. Und ja, Freunde, ich würde sagen, das war's vom Tag 1. Wir sehen uns dann im nächsten Tag. Tag Nummer 3 ist angebrochen. Wie ihr seht, sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Ich habe hier die Fläche ein wenig größer gebaut, habe auf jeden Fall alles hier unten abgefarmt. So, und mein Ziel ist es jetzt, ich habe nämlich hier schon, wie gesagt, einigermaßen alles vorbereitet. Wir können uns hier auf jeden Fall eine Spitzhacke machen und ich hoffe, der Tag der Wahrheit ist gekommen. Denn wir können uns jetzt die unendliche Lavaquelle machen. Wenn sie funktioniert, können wir jetzt auch unendlich viel Cobblestone farmen und ich glaube, Freunde, sie funktioniert tatsächlich. Ah, wenn wir jetzt mal sehen, einen haben wir und yeah, es klappt, Freunde. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich schön Cobblestone farmen und uns den Ofen bauen. Und danach brauchen wir echt dringend eine Angel oder so. Und ja, die ersten Nächte waren auf jeden Fall nicht so schön, mitten auf dem Boden zu pennen. Naja, ihr kennt das. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon einiges an Material. So, kommt und... Boom, dann können wir hier auf jeden Fall jetzt schon mal viel, viel weiter bauen. Oh mein Gott, das sieht schon gleich dreimal besser aus. Dann ist es heute noch mein Ziel, nach unten zu kommen. Denn wir haben ja da unten noch Material, also Holz. Da wollte ich noch runterkommen, denn wir haben nicht mehr viel. Und das Holz wäre überlebenswichtig, aber wir müssen schauen. Hier gibt es böse, böse Haie. So, jetzt können wir schnell abbauen. Es dauert mega lange. Und dann in den nächsten Tagen wollte ich gerne noch mit euch weiter wegschwimmen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwie ein Schiffswrack oder so finden. Ja, wir wissen es nicht. Aber jetzt erstmal schnell, oh Gott, abbauen. Let's go, schnell. Boah, Alter, wir müssen echt ein bisschen mehr aufpassen. Denn wir wollen ja wirklich die 100 Tage schaffen. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Tag. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. Und fertig! So, wir haben jetzt einen kleinen Unterschlupf. Es ist mittlerweile Tag 8 schon geworden. Wie ihr seht, geht die Sonne schon wieder unter. Wir haben die Nächte echt nicht gut geschlafen, denn die Zombies haben uns fast wirklich das Leben gerissen. Wir brauchen auch langsam mal ein bisschen Essen. So, wie ihr seht, haben wir hier Bäume noch angepflanzt. Die werden wir mal gleich verwerten, denn wir brauchen das Holz. Am Ende des Videos brauchen wir auf jeden Fall ein schönes Haus und... Oh nein, hier ist schon wieder ein Zombie. So, Zombiefleisch.
So, da haben wir noch, zack, schön Setzlinge bekommen. Die sind auch ganz, ganz wichtig, denn wir brauchen mehr Bäume, um hier die Insel größer zu bauen. So, da hätten wir mal wieder, zack, zwei Setzlinge und, oha, 9 Holz. Wir bräuchten auch langsam mal, wir haben auf jeden Fall das Boot, damit können wir fahren. Da hinten ist eine Mini-Insel mit einem Baum, aber da weiß ich noch nicht, ob ich mich dahin traue, denn hier gibt es böse Haie. So, aber ich muss sagen, es ist schon richtig gut, wie weit wir jetzt gekommen sind in den letzten paar Tagen. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir hier so schnell kommen. Zack, setzen wir mal kurz hier hin. Wir werden gleich mal das Haus noch ein bisschen weiterbauen. Es ist jetzt wirklich nur ein provisorisches Haus, Freunde. Wir haben jetzt absolut noch keine Chance, irgendwie was Großes zu bauen. Hier haben wir auch noch Essen. So, ein bisschen Essen haben wir schon. 3 Weizen, das reicht gerade mal für ein Brot. Aber wir haben auf jeden Fall genug Weizenkörner. Oh mein Gott, warte mal, wo kommen die Sticks her? Keine Ahnung, hier ist noch ein Setzling. Ah, die kommt vom Baum natürlich, ganz logisch. Also auf jeden Fall Bäume, oh, haben wir genug. Oh Gott, oh Gott. Und was ich auch gesehen habe, Freunde, schaut euch das mal an. Dort in der Richtung gibt es ein Schiffswrack. Da werden wir morgen hoffentlich mal hingehen und gucken, ob wir vielleicht was gebrauchen könnten von diesem Schiffswrack. Ich glaube zwar eher gesagt nicht, aber naja, wir werden alles probieren, um dorthin zu kommen. Und wir bauen jetzt fleißig die Insel wieder größer und müssen langsam ein bisschen aufpassen hier vor den ganzen Haien und sowas. Und geschweige Essensprobleme. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Essen. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wo wir das herbekommen werden, aber wir werden schon eine Lösung finden, das Essensproblem zu stoppen. So, wir könnten ja uns gleich noch einen, zack, einen Ofen machen. Vielleicht können wir unter Wasser mal eine Unterwassermine finden. Aber ich glaube, das wird schwerer als gedacht, denn hier gibt es ja überall Verbrechen und, na gut. So, wir haben hier, zack, die Werkbank werden wir auch mal noch ein bisschen umpacken. Und dann könnten wir jetzt eigentlich nochmal das Feld ein bisschen größer machen. Und das soll es schon wieder dann gewesen sein von diesem Tag. Ich esse jetzt noch gemütlich mit euch mein Brot. Und dann würde ich mich gleich melden, wenn es zum nächsten Tag geht. Tag 19, wir sind jetzt gut vorangekommen, also wir haben jetzt leider in den letzten Tagen nicht viel im Haus gebaut, wir haben aber dafür die Insel vergrößert, haben auf jeden Fall das Feld größer gemacht, haben viel gefarmt, schaut euch das mal an, und haben hier tatsächlich noch einige Sachen jetzt, zum Beispiel, ich zeige euch das mal, was wir bekommen, haben wir 3 Eisen, ich weiß zwar noch nicht, wofür die benutzen werden, aber diese 3 Eisen haben wir von Zombies bekommen, genug verrottetes Fleisch haben wir auch. So, zack, Setzlinge haben wir auch mehr als genug. Holz ist langsam auch kein Problem mehr. Hier und vor allem Erde. Alter, Freunde, schaut euch das mal an. Aber mein Ziel ist es heute, mit euch gemeinsam so zu diesem alten Wrack da zu bauen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, aber wir werden es auf jeden Fall zusammen probieren. Ich meine, wir haben keine andere Wahl. Wir haben hier so fast eine riesige Insel schon. Und ich würde sagen, komm, let's go. Wir paddeln mal sofort dahin. Aber wie ihr seht, sind hier überall Haie. Oh mein Gott, ich hoffe, ich darf... Oh nein, oh nein, die Haie. Ich hoffe, Alter, seht ihr diese Spezialfähigkeit? Die haben immer so einen Ruf. Die können wirklich kleine Fische fressen. Das sind so viele Haie hier. Oh mein Gott, wir sollten nicht nach unten gehen. Wir könnten es auch einmal probieren. Aber Freunde, ich bin ehrlich. Guck mal hier, die Haie haben den Fisch. Alter, warte mal, die geben uns Fisch. Oh, der Hai kommt. Let's go, schnell aufs... Alter, die fressen die ganzen Fische, Freunde. Das ganze Ozean ist fast ohne Fisch hier. Wir können uns aber schön die Fische mitnehmen. Oh, ich will unten in dieses Wrack rein. Aber ehrlich gesagt traue ich mich nicht. Solange die Haie hier sind, haben wir absolut gar keine Chance, uns vielleicht mal dieses Wrack anzuschauen. Komm, wir gehen mal gemeinsam zurück. Dafür haben wir jetzt immerhin schon 3 Fische. Das ist mega gut. Die können wir braten direkt mal. Wir werden unser Haus jetzt upgraden und werden es aus Holz bauen. Und ich werde noch ein paar Gläser bauen. Also ein paar Scheiben möchte ich haben. Dafür bräuchte ich nur schnell Sand und möchte den schmelzen. Aber wir sollten uns beeilen, denn erstens geht uns die Luft aus. Und zweitens wissen wir nicht, wann die Haie kommen. So, ich glaube, 12 Stück sollten erstmal reichen. Schnell nach oben. Oha. So, okay, das sollte jetzt erstmal reichen. Und jetzt können wir uns, zack, schön hier die Glasfront bauen. Und dann können wir das alles hier abreißen. Oder wir bauen 2 Zimmer draus. Ein so ein kleiner Bunker, ja, den können wir hier zubauen. Das ist unsere Verteidigungsstation gegen böse Zombies. Und dann bauen wir noch unser normales Haus, wo wir dann leben werden. Sieht auf jeden Fall schon um einiges cooler aus. Noch eine Tür, so, davon haben wir dann 3 jetzt gebaut. Und hier können wir jetzt rein und rausgehen. Und da haben wir den Sand, den wir auf jeden Fall brauchen für unser Haus.
Und ich muss sagen, das gefällt mir auf jeden Fall hier schon alles richtig, richtig gut. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob wir es schaffen, gemeinsam die 100 Tage zu überleben. Ich bin wirklich sehr, sehr dolle gespannt, ob wir es gemeinsam schaffen. Dort hinten, wie gesagt, ist noch eine Insel. Dort ist das Wrack, was wir vielleicht in den nächsten Tagen mal begutachten sollten. Hier ist noch so eine Schlucht. Weiß ich aber nicht, ob ich mich da auch reintrauen sollte. Aber, Freunde, das wird doch alles kein Problem. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen wieder. Tag Nummer 30. Wie ihr seht, ist wirklich viel passiert. Ich habe jetzt hier schon fast das ganze Haus fertig. Zeig euch das mal eben. Das ganze Haus hier ist voller Holz. Also hier möchte ich so eine Glaswand reinbauen. Hier haben wir unser Bunker, den wir ganz sicher gebaut haben. Hier kommt man nur ganz normal rein. Hier brauchen wir auf jeden Fall Glas, was wir ja hier gemacht haben. Und das ist jetzt erstmal unser Haus, mehr oder weniger, was wir uns hier gebaut haben. Es fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Glas. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir gemeinsam mal zu dem Schiffswrack dort fahren. Wir haben in der letzten Zeit keine bösen Haie mehr gesehen. Obwohl, da ist noch einer. Aber nun gut, komm Freunde, wir probieren es. Wir wären nicht Vitamine, wenn wir es nicht einmal probieren würden. Der böse Hai darf uns einfach nur nicht sehen. So, let's go hier rein. Und, oh Gott, da hinten ist eine Kiste. Oha, let's go, alter Freunde, hier ist... Oh mein Gott, okay. Und, oh nein, meine Luft... Alter, was ist denn hier los? Let's go, alles mitnehmen. Aber Freunde, es wird knapp. Oh nein, es wird verdammt knapp. Rein, ein Herz und jetzt schnell zurück. Oh mein Gott, warte mal, was haben wir jetzt alles hier bekommen? Wir haben jetzt einfach hier so eine Pflanze bekommen. Oha, schnell aussteigen. Oh nein, jetzt wird es auch noch dunkel. Na toll, oh mein, was haben wir jetzt alles bekommen? Wir haben hier richtig viel bekommen. Schatzkarte, da könnten wir auf jeden Fall den Schatz suchen. Dann haben wir hier einmal Lederstiefel bekommen. Dann haben wir hier so eine Pflanze bekommen. Zack, Pumpkin. Ich packe erstmal alles rein, was wir hier nicht eigentlich mehr brauchen. 28 Diamanten haben wir bekommen. Oh mein Gott, Freunde. Let's go. Und sogar 18 Eisen. Lasst uns direkt mal auf jeden Fall so. Und dann würde ich sagen, machen wir uns noch Dierschuhe. Ah nein. Oh mein Gott, ich bin so doof, Freunde. Ich hatte doch Schuhe. Naja, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall einmal Dierschuhe übrig. Und Eisen genug. Und wir haben gesehen, ich habe eine Schere, denn ich habe Schafe bekommen. Oha, let's go. Wir haben jetzt Schafe und zwei Hühner. Die werden wir natürlich sofort hier spawnen. Guckt mal, wir hatten sogar hier lecker, zack. Und für euch auch noch. Dadurch haben wir jetzt sogar eigene Tiere. Und oh, es wird Zeit, schnell Brot essen. Wir haben nicht mehr viel Leben. Wir müssen nämlich auch aufpassen, falls jetzt irgendwie böse Monster kommen sollten, werden wir uns noch ein Diamantschwert machen. Und ich würde sagen, komm Freunde, wir haben auf jeden Fall genug Diamanten noch. Wie wäre es mit einer Diamantspitzhacke und eine Diamantaxt? Okay, dann haben wir jetzt alles. Alles aus Diamanten. Hier haben wir die Schere. Das heißt, wir können uns jetzt endlich ein Bett machen und in Ruhe schlafen gehen. Dafür brauchen wir nur so ein bisschen Holz. Und ich würde sagen, gute Nacht, Freunde. Let's go. Es geht in die nächste Nacht. Und hier werden wir dann in den nächsten Tagen auf jeden Fall unser Haus weiter ausbauen. Oh mein Gott, was war das denn für ein krasser Tag? Wir haben jetzt einfach wirklich eine komplette Rüstung. Und damit ist mein Haus fertig. Yippie, unser Haus ist fertig gebaut. Let's go. Schaut euch mal das coole Haus an. Mir gefällt das richtig gut. Hier haben wir sogar noch, zack, Erdeblöcke. Und guckt euch mal bitte das Haus an. Verschmelzt mit unserem Bunker. Hier habe ich sogar jetzt noch schön ein Tiergehege gebaut. Aber dafür müsste ich die erstmal alle reinbekommen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis ich da alle Tiere drinne habe. Aber ich muss sagen, Freunde, was sagt ihr? Wir sind mittlerweile in Tag 40 schon. Und ich hätte absolut gar nicht damit gerechnet, dass wir es wirklich so weit aushalten. Melonen haben wir übrigens auch gefunden. Wir werden gleich mal die Melonen anpflanzen gehen. Dafür, oh Mann, ich brauche eine neue Hacke, denn die ist mir ja kaputt gegangen. So, eine neue Hacke wird direkt aus Eisen gebaut. Ich meine, wir haben genug Eisen durch Zombies und durch alle anderen Sachen. Bambus können wir auch benutzen. Damit könnte man ja richtig coole Sachen dann craften. Aber ob wir das brauchen, Freunde, ist auch noch eine andere Sache. So, Melonen sind damit auch angepflanzt. Bambus, oha, let's go. Egal, jedenfalls haben wir jetzt erstmal genug hier in unserer kleinen Insel. Wir werden es auf jeden Fall schön größer und weiter bauen. So, hier noch ein bisschen Deko reinbringen. Auf jeden Fall ist es noch hier ein bisschen leer.
aber wir können ja noch ein Gästebett bauen. Vielleicht kommt ja Santi mal eine Nacht hier zu Besuch oder so. Und ich würde gerne noch die Betten dann auf jeden Fall einfärben. Aber so ansonsten muss ich sagen, gefällt mir die Insel soweit schon. Wir bräuchten eigentlich mal so einen Verzauberungstisch oder so ein paar Dorfbewohner oder so. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwelche bekommen. Aber wir können ja mal kurz gucken gehen. Und zwar hier so, Freunde, in dieser Höhle können wir mal kurz nach unten schwimmen. Hier haben wir ja diese Luftblasen. Das heißt, wir kriegen hier keinen Damage oder so. Und wir können mal gucken. Hier ist Gold. Oh, let's go. Warte mal. Ich habe hier irgendwo einen Zombie gesehen oder gehört. Nee, doch nicht. Habe ich mich wohl verhört. Und jetzt können wir hier tatsächlich Gold farmen. Oh mein Gott, Alter. Wir können jetzt theoretisch einen Goldapfel machen, wenn wir genug Material hätten. So, jetzt müssen wir wieder Luft holen. So, let's go. Hier können wir auf jeden Fall Luft. Zwar schwimmen wir nach unten, aber das ist ja nun egal. Hauptsache, wir haben genug Luft. Was kriegen wir hier raus? Nichts. Kohle haben wir hier auch. Warte mal, was sind das da für Blöcke? Die werden wir direkt auch nochmal mitnehmen. Oha, so eine Prisma-Blöcke. Let's go. Aber wir haben jetzt erstmal alles, was wir soweit brauchen. Und ich muss sagen, wir kommen richtig weit. Und da hinten ist noch ein Zombie. Aber keine Sorge, Freunde. Das werden wir auf jeden Fall überleben. Mittlerweile ist schon Tag 65, wir sind jetzt richtig weit gekommen und wir sind jetzt soweit, wir haben sogar einen Bogen durch die ganzen Spinnen, ein Schild und natürlich unsere Diasachen. Aber wir gehen jetzt nach unten und haben hier so ein cooles Teil gefunden. Hier sind auf jeden Fall immer so eine komischen Zombies, aber jetzt mittlerweile sind die absolut kein Problem mehr oder sollten zumindest kein Problem sein. Das Einzige, was... Da, wieder ein Gold gedroppt. Das Einzige, was wirklich ein Problem sein sollte, ist, dass wir immer wieder Luft holen müssen. Und ich möchte jetzt unbedingt, ihr seht, da ist eine Kiste, aber hier sind echt viele Zombies. Ich möchte deren die Kiste klauen. Ach komm, wir schwimmen einfach vorbei. Was haben die hier? Ah, Weizen und eine Schatzkarte schon wieder. Und da war sogar Obsidian, aber hier ist noch eine Kiste. Let's go. Lucky Blöcke, oha, let's go, Freunde. Oh mein Gott, warte mal, wir müssen Luft holen. Denn wir haben nicht mehr viele Luftblasen, aber so schnell wieder raus hier. Wo sind die ganzen Zombies hin? Ah, die sind hier unten. Ich glaube, warte mal, es lohnt sich gar nicht, die zu besiegen. Wir hauen jetzt einfach schnell wieder ab. Wir haben alles, was wir wollten. Wir haben jetzt einfach Lucky Blöcke gefunden. Die werden wir direkt mal benutzen und schnell nach Hause. Let's go, Freunde, es geht nach Hause. Hey, was ist das denn für eine Insel? Alter, ich habe noch gerade geschlafen. Oh mein Gott, Tag 77 nun schon und... Hä? Wer seid ihr denn? Wir haben diese Insel hier gefunden. Wir sind gestrandet, gerade eben. Was? Ihr seid einfach Villager. Oh mein Gott, können die irgendwie uns was geben? Könnt ihr irgendwie handeln oder so? Wo kommen auf einmal die ganzen Villager her? Keine Ahnung, Freunde, wo diese Villager herkommen. Es wird schon wieder Nacht, aber wir haben ja Lucky Blöcke bekommen. Ich bin echt gespannt, ob wir wirklich 100 Tage überleben können. So, wir öffnen mal 7 Lucky Blöcke. Haben jetzt hier, oha, ein richtig Evil Potion bekommen. Eine richtig schlimme Potion. Freunde, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und schreibt Hashtag Vitaminami. Wenn du bis jetzt noch geschaut hast, würde mich super duper dolle freuen, wenn du bis jetzt wirklich geschaut hast. Wir packen hier alles rein. Wir hatten jetzt hier gerade einmal die Lederrüstung bekommen und die Evil Potion, also die böse Potion. Und jetzt gucken wir aber trotzdem, ich würde mir noch ein bisschen Essen mitnehmen am liebsten. Und weiterhin gucken wir natürlich... keine Zombies oder so. Da ist auf jeden Fall ein Ei. Das ist ganz, ganz gut. Aber ich glaube, wir kriegen... Yeah! Oha, wir haben gleich 4 Küken rausbekommen. Alter, Freunde. Was war das denn für ein Luck? Okay. Aber ich würde sagen, wir gucken... Boha! Alter! Let's go! Bitte nochmal! Ich brauche... Oha, super Lucky Bow. So, was krieg... Einen Wunschbrunnen! Den Coin... Bitte kein TNT. Bitte kein TNT. Nein, oh mein Gott, nein, 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 unsere Insel. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir haben zum Glück wenig zerstört, denn das war ja unser OP-Bunker. Wir haben jetzt aber hier so einen richtig guten Bogen bekommen, Lucky Bogen. One is lucky, one nicht. Ach, ist der lucky? Nein, ein Riesengiant! Oh mein Gott, schnell besiegen. Alter, was macht der denn hier? Wo kommt denn auf einmal hier so ein Riesengiant her? Nimm das, du blöder Giant! Oh mein Gott, guckt euch mal diesen Lucky-Bogen an. Der spawnt immer verschiedene Dinge. Zum Beispiel jetzt einen Bogen und manchmal einen Creep. Oh Mann, der hat einen Creeper gespawnt. Ach Gott, es ist ja wirklich ein Lucky-Bow. Oh nein, oh nein. Okay, wir lassen den... Kann der vielleicht mal was Gutes machen? Bitte kein... Nein. Na toll. Wir haben...
Och Gott, Freunde, Alter, wir sollten es echt lassen. Wir machen ja sonst alles kaputt. Wir haben jetzt noch einen Lucky Block, den öffnen wir natürlich selbstverständlich. Lucky Potion, Lucky Potion, Lucky Po... Minus 100. Warte mal, was? Oh, nein! Oh nein, oh nein, oh nein, Freunde, was mache ich denn nun? Oh Mann, ich habe jetzt hier wirklich komplett übertrieben. Ja, wir sollten schnell in unser Haus gehen. Und, ach Mann, hier sind ja unsere Sachen drin. Vielleicht einfach mit dem normalen Bogen alles besiegen. Aber gut, die sind abgehauen. Hey, Alter, hau ab. Ich habe nicht mehr viel Leben, Freunde. Ich möchte nicht die letzten paar Tage hier noch sterben. Die letzten paar Tage werden wir gemeinsam auch noch überleben. Und wir haben, glaube ich, alles besiegt, so weiter. Da ist noch ein Skelett. Aber eigentlich müssten die doch untergehen. Boom. Oh nein, Gift. Okay, Freunde, ich glaube, die Lucky Potion können wir vergessen. Wir gehen jetzt sofort schlafen und ich melde mich dann später wieder. Tag Nummer 87, wir haben alles soweit repariert und gehen jetzt in Nether, denn wir haben genug Obsidian gefarmt, um in Nether zu gehen. So, wir haben auf jeden Fall genug Material mit. Wir nehmen den Lucky Bow noch mit, damit wir auf jeden Fall nicht sterben, wären noch ein paar Blöcke wäre gut. Und dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir jetzt gemeinsam in den Nether. Und da sind wir auch schon. Oh mein Gott, was, Alter, hier ist direkt, oh, ein Gast. Oh nein, oh nein, wir müssen diesen Gast besiegen. Alter, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Und echt mal, wir können ja die zurückfeuern. Let's go. Den haben wir auf jeden Fall easy besiegt. Aber Freunde, natürlich bin ich hier, um einmal zu farmen. Also vor allem den Level und so. Da kann man richtig gut farmen. Und, oh Gott, da ist sogar eine Festung. Vielleicht sollten wir uns da drüber bauen. Es ist, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier sich hier mitten im Nether rüber zu bauen. Aber, Freunde, wir wollen das Spiel durchspielen. Also haben wir keine andere Wahl. Okay, hier sind auch nur Zombie-Pigmans. Bis jetzt ist alles in Ordnung. So, wir sind... Oha, da ist eine Kiste. Let's go. Mann, komm doch her. Was willst denn du eigentlich von mir? Du hast keine Chance gegen unseren Lucky Bow, der auch anscheinend niemals kaputt geht, was auch echt gut ist. Pferderüstung und Pferdesattel, auch nicht schlecht. Und hier ist noch eine Kiste. Yeah. Oh, drei Diamanten, let's go. Und das Geile ist, Freunde, wenn wir hier Warzen finden, könnten wir uns theoretisch noch Tränke brauen. Das wäre allerdings auch ganz gut. Zum Beispiel hier sind ja schon welche fast übersehen und fast vorbeigelaufen. Das ist richtig gut. Ich glaube, nämlich Zuckerrohr hat... Oh yeah. Es läuft ja wie ein Länderspiel hier. Noch eine Kiste. Was, Alter? Oha, wir sind echt... Also man farmt hier echt richtig gut. Und so farmen wir auf jeden Fall noch genug Blöcke und können uns natürlich auch richtig, richtig geile Sachen craften. Ich kann dir was zusammenbrauen. Keine Sorge. Du gibst uns Emeralds. Oh, verrottetes Fleisch hatten wir, glaube ich, genügend. Naja, hier, zack, da gibt er uns auf jeden Fall zwei Smaragde für und wir kriegen Redstone. Keine Ahnung, ob wir das brauchen, was geben uns die anderen. Wir haben jetzt sogar den Braustein. Oha, nice Papier haben wir leider gerade nicht mit und die geben uns anscheinend noch gar nichts. Aber nun gut, Freunde, wir haben den Braustein, also ja, wirkungslos. Aber ihr werdet sehen, wenn wir jetzt Zucker hinzufügen, dann werden wir jetzt schöne, schöne Geschwindigkeitspotions bekommen. Wofür wir die brauchen, ja, weiß ich selber nicht. Aber es ist der 100. Tag, den wir auf unserer Insel überlebt haben. Viel ist kaputt gegangen, viel haben wir gebaut und viel haben wir auch gekämpft. Gegen böse Zombies und so. Und jetzt haben wir wirklich alles geschafft. Wir haben sogar Tränke der Schnelligkeit. Yeah! Let's go! Aber Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solche 100-Tage-Challenges sehen möchtet mit mir, dann lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich super freuen, Freunde. Vergesst jetzt nicht noch kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss!